Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von Lö her Gameplays als Hobby. Und ich weiß so ehrlich gesagt nicht, mit wem ich spielen soll. Wir verlieren momentan ziemlich viel. Wir probieren es mal wieder ein bisschen mit Snibunna. Snibunna habe ich mittlerweile auf 95 trainiert. Ich habe mit der auf der Arbeit noch ein bisschen trainiert gegen Computer. Das heißt, hier uns fehlen uns noch 5 Level. Dann haben wir hier auch Platin-Status. Also von daher, wir versuchen es nochmal mit Snibunna. Keine Ahnung, SFWCK, irgendwie so. Feinigen Schaden, 104 Siege, Skelabra. Und Misakia ist wieder online, spielt Breath of the Wild oder Breath of the Wild. Schönes Spiel. Habe ich auch schon durch. So, gegen Skelabra, Gruppe D2. Mal gucken, ob wir eine Chance haben. Was mache ich denn? Ah! Nein! Als gegen Mitspieler ist natürlich immer ganz anders als gegen Computer. Nein! Nein! Das gibt's ja nicht! Ich will mal wieder gewinnen! Oh, scheiße! Abstiegsrunde kommt ja bald. Unfassbar. Nächster Kampf. Echt, ey, ich hab echt nachgelassen mit Mario Tekken. Nächste Runde. Nächster Kampf. Nächste Chance. Ximi aus Spanien, Gruppe D4, 58 Siege mit Pikachu. Vielleicht kriegen wir das hin. Immerhin sind wir beide Gruppe Gruppe D. Und das ist das, was zählt, finde ich. Hey, ich war auf Angriff. Was soll der Mist? Warum hat er noch nichts verloren? Ah! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich krieg irgendwie nichts mehr hin hier in dem Spiel. Ich war mal besser, oder?
Nein! Ich werd nicht mehr, ey. Nein! Oh Mann! Nichts gegen dich, Ximi, aber jetzt verliere ich sogar gegen so einen, der viel, viel weniger Siege hat als ich. Hey, Stufe 96, super. Da werde ich nicht wahr sein. Wie suchen wir den nächsten Gegner? Wen haben wir jetzt? Lucario aus Deutschland. 605 Siege. Gruppe C2 Ascalon CEO. Na wunderbar. Ich glaube, die kennen ihn sogar. Heute ist ein guter Tag zu sterben. Würde jetzt Worf aus Star Trek sagen. Ja. Das wird eine schnelle Sterberunde hier. Was mache ich denn? Ich glaube, ich bin nicht geboren für Gruppe C. Ich werde mich auf ewig hier Gruppe D rumprügeln. Tja, man kann halt nicht überall der Beste sein. Unter Freunden vielleicht, aber vielleicht nicht hier im Internet. Ich glaube, dazu spiele ich das wirklich zu wenig. Dann müsste ich das viel öfter spielen. Noch einmal, yay! Ich fühle mich langsam wie so ein Boxsack oder sowas. Warum? Was sind das für Attacken, ey? Nichts bringt was, ey. Ich kann Schild machen, ich kann Konter machen, der bricht alles durch. Wenn ich angreifen will, tut er alles Konter. Aber zum Glück bin ich jetzt nicht so ein Feigling, der da jetzt... Der jetzt einfach mal so die Verbindung abbrechen lässt.
ich konnte mal Schaden machen. Juhu. Na, das war's schon wieder. Ich wollte auch gerade greifen, Mann. Also wirklich. Also man wird schon so ein bisschen verzweifelt. Oder deprimierend. Scheißegal, ob wir jetzt auf die 15 Minuten kommen oder nicht. Ich mach nur noch einen Kampf. Oh. Hilfe. Mein Kater hat sich noch gar nicht gemeldet. Verwunderlich. Wow. Das darf doch nicht wahr sein. Kann ich nicht einmal mit normalen Leuten spielen? Oh Mann. Kann ja echt nicht wahr sein. Das fühlt sich für mich wirklich an wie so eine Bestrafung. Die kann aber auch nur, oder er kann auch nur dieselben Attacken, kann es sein? Mann! Irgendwie mache ich kaum Schaden, kann das sein? Hm. Okay, wir sind bei 14 Minuten, das ist doch schon knapp bei 15. Und haben jetzt, glaube ich, genügend verlorene Kämpfe gesammelt. Du meine Güte. Ich schaffe es nicht. Warum kriege ich nur solche Gegner? Was habe ich angestellt, dass ich nur aus... Dass ich so eine Art Bestrafung abbekomme hier. Ich habe ja wirklich noch null Chancen, irgendeinen Kampf zu gewinnen. Außer es ist einer, der vielleicht noch Gruppe E ist. Unfassbar. Naja, ich hoffe als Unterhaltung, ich meine, vielleicht ist es ja lustig anzusehen, wie ein YouTuber hier durchgebeutelt wird von vorn bis hinten. Vielleicht hat es euch gereicht zur Unterhaltung und könnt mir einen Daumen oben da lassen. Ansonsten hoffe ich, ihr seid trotzdem wieder beim nächsten Teil dabei und viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und anderen Let's Plays vielleicht. Und dann sehen wir uns wieder, hoffe ich doch. Bis dann, tschüss!